Es geht weiter. Vlog Teil 3. Gerade zum ersten Mal auf dem Weg zur Location. Wir kennen sie ja schon aus den letzten 2 Jahren, ne? Nö. Aber Patrick kennst du da nicht. Obwohl Patrick hat gerade schon ein paar Leute hingefahren. Der ist auch gerade konzentriert. Ja, Verkehr in Rimini ist ziemlich unüberschaubar. Zu lange, warte mal, ich sag dir vorher, wo ich abbiegen würde, und kannst du sagen, ob ich hier gehen. Geht's los für uns. Samstag, Main Event. Wir stehen vor unserem Hotel kurz nach 10. Eigentlich sind gerade die Anmeldungen vorbei, aber wir haben uns ja gestern schon alle angemeldet. Ich habe dann nicht mehr so viel gefilmt, nachdem wir da hingefahren sind, weil ich vor Ort halt mein Freitagsvideo mit dem René drehen wollte. Aber die rasen hier durch die kleinen Straßen. Ich glaube ja ganz. Und ja, dann abends waren wir halt privat noch ein bisschen weg mit Robin essen und Team in Focus habe ich dann nach 0 Uhr, glaube ich, noch besucht, so von 1 bis 2. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen mit den Berlinern gequatscht, die bei uns sind. Und glaube ich um 3, halb 4 sind wir dann schlafen gegangen. Also ging es ziemlich lange, aber dafür bin ich jetzt ziemlich fit. Wir konnten hier bis 9:30 schlafen. Jo, und jetzt warten wir noch auf Alex, der kommt da glaube ich gerade angelaufen. Und dann können wir losfahren. Willkommen in der YouTube-Area hier auf YCS Rimini. Jo, kurze Meldung von mir. Jetzt zum Ende der zweiten Runde. Früher ging es halt nicht. Wir sind ca. 1050 Spieler. Finde ich gut, dass wir die Tausender hier geknackt haben, endlich mal in Rimini. Und jo, erste Runde durfte ich gegen Tao aus Berlin von Crisis Core. Hab da ganz knapp im Timeout noch gewonnen mit Lebenspunktedifferenz. Zweite Runde jetzt gegen Italiener gespielt, das jetzt eigentlich richtig gut aussteht, 1-1, wir sind wieder im Timeout und ich habe Deviati auf dem Feld und einen, hier mit Floodgate-Trapwall gebuchten Deviati. Er hat gar nichts außer ein hier Blade für den Zodiacs auf dem Feld, zieht eine Handkarte nach, dann 3 Geki. Kann mein Feld klären und kann mir Schaden drücken und ich bin nochmal dran, letzter Timeout zu, kann ich Feld aufbauen. Ja, hier stehe ich 1-1. Enrico? Ja, 0-2. 0-2, da ist er. Mit Virus 0-2, schade. Aber wir haben gerade erfahren, mit unseren Österreichern, wo die ganzen Metten laufen. 0-2. Nico ist auch mit 0-2 mit Invoked. Und René leider auch schon 0-2 mit 2 Draco Zodiac. Ja. Ja. Und mal gucken, wie es weitergeht. Ich bleibe auf jeden Fall dran, ist ja noch alles drin. Und jetzt wird es hier gerade ziemlich laut, ich mach mal wieder aus. Ich habe mich nach der zweiten Runde gemeldet. Dritte Runde habe ich unglücklich gegen Trickster verloren. Das war ein Ding, ey. Ich muss mir erstmal ein bisschen reinlesen, den ganzen Scheiß. Und Burner-Schaden, der hat die Combo dann in der ersten Runde quasi, glaube ich, mit den 2 Fallen und den Lockbird. Ich habe aber mit den 9-6 Handkarten meinen Ash nachgezogen und habe dann halt das negieren wollen. Aber er wollte halt gleich auf seine Falle den Codes anketten. Da habe ich gesagt, nee, ich bin da erstmal dran. Ja, ja. Da erstmal Schiedsrichterdiskussion und aber irgendwie haben wir es dann geklärt. Und dann will ich noch einen Onunchu beschwören im dritten Spiel. Will 2 aus dem Friedhof nehmen, 1 aus der Hand und er meint so, nee, du musst entweder von dort oder von da. Nicht kombiniert. So, haben wir einen Schiedsrichter gerufen, erst gibt mir recht, dass ich das darf. Der Gegner will das nicht, er appealt. Ich so, komm, du hast eh einen Crystal Wing, du kannst meinen Onunchu-Effekt auf dem Feld negieren. Ist dein Spiel. Und er so, nee, er will jetzt einen Headshot rufen. Und ich wollte eigentlich nur raus und eine rauchen und Pause haben. Und naja, ja, stand ich 1-2. Er stand dann auch 1-2, weil er 1 gewonnen hatte. Ja, ich habe ja gleich mal mit dem Turnier 0-2 begonnen. Ja. Richtig beschissen heute. Ja. Da dachte ich ja schon, wenn er 0-2 steht, das wird doch was, aber nee. Ah, und jetzt habe ich gerade gegen True Draco Demise 0-2 verloren, das ging gar nicht. Also er hat dreimal Demise resolven können. Ja, naja gut, also 1-3, jetzt bin ich rausgetroppt. Ich dachte, der verliert auch nochmal, troppt dann auch raus, dass es ein Unentschieden gibt. Nein, er hat gewonnen. 2-2, somit steht es insgesamt 1-1. Ja, weil ich jetzt... Jetzt kommt es wirklich auf unsere Brüder drauf an.
Ja, die entscheiden das heute noch, wer den Würfelwurf morgen gewinnen kann. Wie steht dein Bruder jetzt? Ich glaube, der stand gerade 0-3 oder 1 vor, als 2 Lost hat er auch nicht gekriegt. Und dein Nico hat jetzt auch schon 2 Siege. Nein! der ist gleich so gegangen wie ich, gleich mal mit 0-2 gestartet, aber jetzt wieder aufgeholt ein bisschen. Ach ja. Mann, ja, läuft nicht so gut bei uns in Rimini. Wir haben uns anscheinend zu doll entspannt die letzten 2 Tage. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Ach, da ist der Enrico, komm mal ran. Hast du gewonnen? Was? Hast du gewonnen? Ja. Also, wie stehst du da jetzt? Das ist halt egal. Hast du getroppt? Ja. Ich auch. Ich bin auch raus. Nein, Jutta, komm mal voran. Ja, nein. Somit haben wir das Vorzugrecht im Match bei uns mal. Ich habe uns getroppt. Ah, nicht? Okay. Das war eine Finte. Ja, wirklich wahr. Will ich mich da in Sicherheit wiegen. Ja, irgendwie habe ich schon wieder Probleme mit meinem Display oder so. Oder? Scheiße. Du musst die mal wieder in der Hand nehmen. Dann. Ja, wirklich wahr. Nee, gut. Ja, das war's mit Rising Rimini Major Event für uns. Morgen vielleicht noch ein Side Event, LEDS oder Giant Cup. Mal schauen, je nachdem, wie wir aus dem Bett kommen. Und ja, dann gucken wir mal nach unserem dritten Mann, ob der auch raus ist. Ich glaube, der hat auch verloren. Dann können wir wenigstens noch ein bisschen am Strand Zeit verbringen und uns ein bisschen aufs Gold vorbereiten, weil das muss gewonnen werden. Ja, unbedingt. Ja. Sonst steht es insgesamt 2-0. Also du musst schon die insgesamte Wertung ausgleichen. Nee, wieso? Jetzt steht es ja 1-1. Ja. Ich dachte ja gerade, wir haben den Tor hinbekommen. Aber nein. Ja, gut, dann müssen wir wirklich uns anstrengen. Okay, das war es erstmal von der Seite aus von mir. Ihr seht nachher vielleicht noch eine Aufnahme von Strand oder wo wir uns befinden. Dir noch viel Spaß hier. Dankeschön. Normalerweise nicht, ich spiele halt noch, bis ich das dritte losbekomme. Ja, okay. Mal schauen, ja. Judy, wir schauen mal wieder rein. Da ist er raus, der Arzt Jens. Habt es gerade schon draußen gehört. René feiert denn das 1-1 in, ich sag mal, dieser Runde. Hab ja im Goat-Turnier gegen ihn gewonnen. Jetzt macht der Major Event weiter als ich. Steht es 1-1. Naja, wir machen morgen dann noch unser Tag Team Goat-Turnier. Goat-Spiel mit den beiden Ösis, mit den 2 Aussies. Wollen wir mal gucken, wie es da läuft. Enrico steht, glaube ich, auch 1-3 Lost, auch nicht so gut. Weiß nicht, woran es lag. Also irgendwie letzte Woche in Halle hat man ein gutes Gefühl, dass das was in Rimini wird. Ist aber jetzt nicht dazu gekommen. Naja, gut. Ich versuche jetzt den Tag zu retten. Wir haben es kurz nach 17 Uhr. Mal gucken, was ich hier noch machen kann. Vielleicht machen wir doch noch mal zum Strand. Hier ist ja bis Open End warm. Kann man noch ein bisschen baden gehen. Vielleicht gehen wir auch irgendwo noch mal schick essen. Das hat die letzten 2 Tage ja gut schon geklappt. Aber jetzt werde ich erstmal meine Recherchearbeiten machen. Ich darf nicht in der Halle diesmal filmen wie in Utrecht, aber ich werde mit Stift und Zettel mir mal die Top-Tables in Runde 5 angucken und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Dann berichte ich mal ein bisschen, wie es so im Zwischenstand nach der ersten Hälfte Tag 1 in YCS Rimini ausschaut. Da bin ich wieder zurück von den Top-Tables aus Runde 5. War gar nicht so einfach, da mit dem Zettel rumlaufen zu dürfen, weil die dachten halt, ich will da irgendwelche Infos sammeln, die ich dann weitergeben könnte an irgendwelche Leute, die da spielen. Aber es ist natürlich nur für euch Leute da draußen gedacht oder vielleicht auch für die Leute, die heute Abend, wo es nicht mehr relevant ist, wer in Runde 5 vorne war. Ja, einfach nur für euch, damit ihr ein bisschen Inhalt bekommt von YCS Rimini. Ja, da habe ich mir jetzt Zeit genommen und habe mal ein bisschen rumgeguckt. Und ich hoffe, ihr versteht mich gut, weil ich arbeite jetzt ohne Mikro und neben mir ist die Featured Match Area, was ein bisschen ungünstig ist, weil da wird andauernd gelabert. Aber gut, ich gebe mein Bestes, dass ihr mich versteht. An Tisch 1 habe ich ein Zoodeck gesehen gegen Draco Demise. Spieler waren mir unbekannt, da war an Tisch 2 ein Spieler mit 4-0, der Trickster spielt gegen einen Zoospieler. Tisch 3 war ein Zoospieler, der Pianissimo gemaint hat, habe ich so mitbekommen. Das ist ja eine beliebte Tech seit einem Monat, glaube ich, genauso wie die YXZ, hier XYZ Reborn und die Shuffle Reborn. Jo, und der hat gegen einen Berliner gespielt, der bei uns, glaube ich, im Hotel ist, der hat Zoo gespielt. Tisch 4 war dann ein Draco-Deck, ich konnte nicht genau sehen, ob da noch irgendwie Zodiac oder Demise drin ist, gegen ein Zodiac-Deck mit Shuffle Reborn. Tisch 5 war dann wieder ein Zoo-Deck gegen ein World Chalice-Deck. Und Tisch 6, 7 waren Zoo-Mirror-Matches. Da habe ich nicht irgendwie genau was erkannt. Ich bin da halt nur so mal spontan vorbeigelaufen.
natürlich achte noch mal Draco gegen Zo. Also insgesamt sind wir so sehr, sehr viel Zo, ein bisschen Draco und dann noch ein Trickster und ein Void Chalice Deck. Also neue Decks auch noch gut dabei, aber nach Runde 4 hat das ja noch nicht viel zu sagen. Mal gucken, wenn ich noch länger hier bin, mache ich das mal noch zur letzten Vorrunde, nachher Runde 8. Da wird man vielleicht einiges anderes sehen. Mal schauen. Ansonsten an den vorderen 30 Tischen habe ich dann noch folgende Spieler gesehen, die mir bekannt waren. An Tisch 11 auch noch mit 4-0 Jack aus Berlin. Jack Wermer, Dritter in YCS Liverpool letzten Jahres. Und dann geht's los mit den ganzen CCG-Leuten. Joshua Osters an der 17, an der 22 Lorenzo Roma, an der 23 Themis und an der 25 Joshua. Alle auch noch mit 4-0, wenn das, ja, sollten alles noch 4-0er sein. Und dann noch ein United-Gozo-Spieler, der Merlin Schumacher, auch noch vorne mit dabei. Jo, also noch einige coole Leute dabei, die man so schon aus den letzten Jahren kennt. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich halte euch vielleicht ein bisschen auf dem Laufen. Ich habe gerade Bock, hier ein bisschen Coverage-Arbeit im privaten Sinn oder für den Channel zu machen, insofern ihr mich hier gut versteht. Und mal schauen, wie es den anderen ergeht. Vielleicht melde ich mich auch mal wieder, was ich noch so aus Family Force, Team in Progress und CCG raushole. Also was die mir so sagen können, was gerade so abgeht bei denen. Jo, das war es erstmal an dieser Stelle von mir. Reporter Aznienz meldet sich später wieder zurück. Wir sind jetzt beide raus. Er hat fünfte Runde gegen Umut gespielt, hat verloren, ist mit 2-3 raus. Ich bin ja mit 1-3 raus, aber er hat trotzdem immer noch gewonnen. 1-1 bei uns. Jetzt wollen wir ein Stück Pizza essen, ein bisschen gequatscht so über alles Mögliche, auch was gerade so in unserem Goldturnier passiert. Ja. Und Grüße an Alex. Ich krieg uns beide nicht raus. So. Aber jetzt sitzen wir draußen bei schönem Wetter. Bei Sonne. Ja, langsam. So langsam geht's runter. Und ihr seht einen Topf, der geht. Die wichtigste Karte. Ja. Die Karte, die mir das Genick gebrochen hat. Und wir warten jetzt auf unsere Kleinen, die spielen noch. Nico hat gerade 6 Punkte, Enrico hat 5. Da geht es immer noch um den Würfelwurf, wer morgen anfangen darf. Und wir spielen jetzt eine Runde Goats, um reinzukommen, um mal zu sehen, ob das denn einmalig war mit dem Begriffen. Einfach just for fun. Ja. Ohne euch. Nur privat hat uns geklärt. Ja. Mal ganz locker flockig 2-0 gewonnen gegen Kari im Goat. Das sieht gut aus für morgen. Noch mal ein bisschen eingeübt. Und ja, wir gehen jetzt einkaufen, weil steht keiner mehr so, dass wir noch weiterspielen irgendwie. Ja, und dann mal gucken, was wir abends noch machen. Das war es dann eigentlich auch schon vom Samstag, von dieser Stelle, von mir, von uns. Enrico hat am Ende 4 Punkte geholt, Nico 6. Das heißt, die dürfen morgen entscheiden, wer das Goat anfängt. Und ach, da kommen sogar unsere Leute entgegen, mit denen wir noch was machen wollen. Sehr gut. Passt doch.